Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, wir sind in Safronia City und müssen jemandem aufs Maul hauen. Genau diesen Typen hier, in dieser komischen Verkleidung. Wenn wir erst die Silph-Co. unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Ja, der finstere, böse Traum, den wir gleich zerschlagen werden. Silph-Co. Bürogebäude, da wollen wir rein. Schnarch. Der schläft. Ha, er hält ein Nickerchen. Dann können wir uns reinschleichen. Ist das nicht ein toller Wolkenkratzer? Hoffentlich muss die Wolke nicht lachen, wenn sie kitzlig ist. So. Hier ein unbewachter Laptop. Da könnten wir uns eigentlich ins Security-System hacken. Und dann bräuchte man hier gar nichts mehr machen. Dann würden die Computer den Rest erledigen. So, was steht da dran? Silph-Co. Hauptsitz Erdgeschoss. Mensch, das hat sich nicht gelohnt, das zu lesen. Ist egal, nächstes Schild. Silph-Co. Hauptsitz, erstes OG. Ja gut, das ist in etwa das, was ich erwartet habe. Hey, Bulk, was machst du hier? Ich werde euer Verbrechersyndikat platt machen. Mit meinem Glurak. Mit keinem anderen Pokémon. Vielleicht mit einem anderen Pokémon. Wenn das Glurak mal ein bisschen erschöpft ist. Schlitzer. Das sollte doch relativ schön funktionieren bei so einer Fledermaus. Oh, ich bin bis jetzt zufrieden. Ein Zubat. Na, hoffentlich hast du danach andere Pokémon. Und jetzt nicht einfach vier Zubats hintereinander. Nein, noch ein Zubat. Komm schon, Spiel, enttäusch mich nicht. So, Flügelschlag, ist egal. Kann ja nicht meinen ganzen Schlitzer schon jetzt verbrauchen. Boah, das passt. Noch ein Zubat. Es bleibt spannend. Ein Pokémon gibt's danach noch. Ich bin gespannt, was es wird. Und gleich erfahren wir's. Es ist ein Radikal. So ein Mist. Na gut, es ist was anderes als ein Zubat. Flügelschlag wird den Rest erledigen. Wunderschön, jetzt ist es tot. Ah, ich könnte hier als Kammerjäger anfangen in dem Spiel. Ich bin ein Versager. Ja, ich auch. Aber in dem Kampf bin ich ein Gewinner. So, was haben wir hier noch? Ein Wissenschaftler, der sieht schon so böse aus. Ist er auch, der will kämpfen. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Ja, einen Zutritt habe ich mir aber selbst verschafft. Das ist nicht gut mit so einem Reagenzglas. Nee, ist ja kein Reagenzglas. Erlenmeyer-Kolben. Mensch, ist das lang her, dass ich das Wort gesagt habe. Ist nicht gut damit in der Hand zu kämpfen, wenn der was verschüttet. Uiuiui. Okay, jetzt wissen wir, dass Schlitzer nicht sehr effektiv gegen Magnetilo ist. Hätte trotzdem beinahe ausgeschaltet. Flügelschlag sollte reichen. Auch nicht sehr effektiv. Wir merken uns das für die nähere Zukunft. 58 ist mein Glurak geworden. Kommt ja bald ins Rentenalter. Als nächstes wird Voltoball. Achso, seit wann lese ich das vor? Ein Voltoball. Dagegen setzt man auf jeden Fall nichts mit Fliegen ein. Sondern eher ein Flammenwurf. Nicht, dass der mich tatsächlich paralysiert. Sehr schön. Und ein Magneton. Tja, da muss nochmal der Flammenwurf herhalten. Ich glaub's ja nicht. Glaub, hier müssen wir tatsächlich einmal zumindest ins Pokécenter rennen, wenn ich meine Items nicht verballern will. Na, ja, das kriegen wir hin. Her mit dem EP und her mit dem Geld. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, und $2600, das geht doch. Ich will mich noch nicht teleportieren. Ich will erst den Rüpel hier so richtig schön eine auswischen. Hey, du hast hier nichts verloren. Doch irgendwo liegt ein Meisterball. Da steht mein Name drauf. Den hätte ich gern. Dann gehe ich auch wieder. Ein Dragosu. Na, immerhin. Bisschen Abwechslung in der Folge. Schlitzer sollte ausreichen. Ja, würde sagen, das hat gut gepasst. Und ein Zubat. Ich bin ja enttäuscht. Der hätte wenigstens einen Knogger oder so noch haben können. Na gut.
Zubats, damit können wir gut umgehen. Das ist so ein leichtes Frühstück für meinen Glurak. Das ist hart. Verloren. Ich bin nicht überrascht. Mein Glurak ist dermaßen überlevelt. Okay, jetzt müssen wir uns teleportieren. Dann schauen wir mal, wo wir landen. Vielleicht gehe ich die Rätsel diesmal mit Hirn an. Vielleicht aber auch nicht. Du bereitest uns nichts als Ärger. Du siehst mich zum ersten Mal in deinem Leben. Soll nicht sofort hier von dem Aussehen eines 10-Jährigen auf das Schlimmste schließen. So, Flammenwurf gegen Schleim. Ich glaube, da hätte es einen Flügelschlag auch getan. Ich will halt nicht vergiftet werden und ich will nicht paralysiert werden. Der Rest ist mir eigentlich egal. Elektroball. Na, der hat schon eine schöne Pokémon gehabt. Ein komisch aussehendes Pokémon. Gleich ein sehr totes Pokémon, das passt schon. Wunderbar. Hier mit den EP. Und Patrick wird besiegt. Huch, verloren. Und 2,7k an Dollar verdient. Oh, hier ist noch ein Rüpel. Ich bin einer der 4 berüchtigten Rocket-Brüder. Oh je, da mache ich mir gleich ins Hemd. Was hast du denn für Pokémon? Smogmog. Auf welchem Level? 28. Das ist noch nicht sehr beeindruckend. Flügelschlag. Ich weh die Giftwolke einfach weg. Ich weh die einfach weg, da kenne ich nichts. Sehr gut. Ein Smogon. Dasselbe Spiel nochmal und dann haben wir gleich den ersten der 4 Brüder ausgeschalten. Ohne dass da hier viel Angriffslust zu merken war auf der Gegenseite. Und ein Golbat. Ist das nicht goldig? Da setze ich wieder Schlitzer ein. Muss ja meine hier geschärften Krallen auch mal nutzen. Super, Volltreffer wurde besiegt. Wer damit? Ups, Brüder, ich hab versagt. Ja, und du hast ein bisschen wenig Geld dabei. Ja, muss den Papa fragen, ob er dir mehr Taschengeld gibt. So, was haben wir denn hier? Da liegt was drin, das will ich haben. Endstation bis hierher und nicht weiter. Der wird sich wundern, was ich alles kann. Wie viele Pokémon hast du? 4 Stück. Und alle davon sind Radikals. Ich hoffe nicht. Schlitzer. Hey, Ruckzuckhieb ist unfair. Mein Glurak ist doch so träge. So, das wird besiegt. Wunderschön. Oh, ein Arbok. Da bin ich wirklich überrascht. Das Pokémon mag ich. Das sieht immer... Vor allem, ich finde schon den Schlangenkopf gruselig, also nicht gruselig, aber gefährlich. Und die Grimasse darunter ist auch gefährlich. Ich mag das Pokémon. Sieht nach einer Kobra aus, wie man sie nicht in einer dunklen australischen Höhle finden will. Ein Smogon, also der hat wirklich ein schön gemischtes Team. Ich finde immer noch, Smogon sieht ein bisschen dämlich aus. Voll bekifft von seinen Dampfwolken. Naja, wenn's ihm Spaß macht. Und ein Golbat, das hätte nicht sein müssen. Ah, da wissen wir genau, was wir tun müssen. Sehr schön. Noch ein weiterer Rüpel weniger. Mist, der Mut hat mich verlassen. Und das Geld anscheinend auch. Habt mal ein bisschen mehr dabei. So, war mal hier schon? Nein. Na gut, ich bin einer der 4 berüchtigten Rocket-Brüder. Ach du auch. Dann wissen wir schon, dass wir sehr leichtes Spiel haben. Dragosso, ich hoffe, du hast jetzt wirklich einen Knogger dabei. Das wäre zumindest ein Pokémon, was man seltener sieht. So. Das erste wird schon mal flambiert und das zweite ist ein Dragosso. Naja, ich hab hoffen können. Hat er halt 2 Dragosso. Nicht der hellste Bruder, von den 4 Jungs. Vielleicht sind die anderen 2 ja gewitzter. So, und schaut mal, schon Level 59. Mensch, geht das schnell. Und wird besiegt, bla bla bla. Tut mir leid, Brüder. Ach, keine Sorge.
Die werden auch aufs Fressbrett fliegen. So, was haben wir dann hier noch? Ja, ja. Du bist ganz schön mutig. Dankeschön. Das nehme ich als Kompliment. So, ein Radikal. Ach, muss das sein. Ja, diese Spitzzähne, die Rattenzähne da. Kurze Hände irgendwie. Ich mag Nagetiere, aber nicht das in Pokémon-Form. Ein Zubat. Na gut, da setzt man wieder Schlitzer ein. So irgendwas muss die Attacke ja gut sein. Und in dem Fall ist er ganz geschickt, um Zubats zu filetieren. Ein Golbert, da machen wir dasselbe Spiel nochmal. Und dann kann man nur raten, was das letzte ist. Ich würde auf ein Smogon tippen. Ich weiß nicht warum. Ich rate einfach mal. Radfratz. Ach, man hätte es wissen können. Man hätte es wissen können. Schlitzer. Funktioniert anscheinend auch bei Radfratz. Wunderschön, besiegt. Licht aus. Ja, für deine Pokémon schon. Dich lasse ich nochmal davonkommen. So, haben wir irgendwas hier. Ein Wissenschaftler auf jeden Fall. Und Calcium. Willst du nicht kämpfen? Hallo? Haha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Silfco? Halbwegs. Ist ein böser Wissenschaftler. Mensch, die Wissenschaftler haben es aber mit den Elektrobällen. Sonst sieht man die gar nicht und hier tummeln die sich in Hülle und Fülle. Mach mal gleich mal wieder weg. Wir müssen ja hier das Gleichgewicht wiederherstellen. Weniger Elektrobälle für die Pokémon-Episoden hier. Und ein Schleimog. Ist schlimmer als ein Schleimer. Sieht auch finsterer aus. Hat das Potenzial, mich ordentlich zu vergiften. Kann ich nicht leiden, wie gesagt. Deswegen auf Nummer sicher gehen. Flammenwurf. Würde sagen, hat nicht unbedingt kurzen Prozess gemacht, aber hat dem den Prozess gemacht. Feierabend, ich gehe nach Hause. Ja, hast du ein Glück, dass hier deine Pokémon für dich dran glauben mussten. So, so langsam besiegt man die. Den habe ich schon besiegt. Das ist ja wunderbar. Dann können wir noch einmal nach unten. Hier waren wir auch noch nicht. Schau, wieder so ein Bruder. Und irgendwie fängt es bei mir gerade an, dass ich Schnupfen kriege. Das ist aber nicht schön. Macholo. Oh, hast du danach einen Machomai? Das wäre cool. Na, ich glaube eher einen Mashok. Flügelschlag, überraschend effektiv. Hab immer noch keine Ahnung warum. Ich weiß aber inzwischen, dass es so ist. Sollte ich mal nachgoogeln, was für ein Typ überhaupt Macholo hat. Und ich hatte recht, es ist ein Mashok. Das hier schön lila aussieht. Trotzdem, weg mit dir. Weh hinfort. Ja. Ja, mit den EP besiegt. Nein, ich bin raus. So, arg viel Brüder gibt's dann nicht mehr. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Ja, ich hatte vorgeschlagen, dass ich mich in den Laptop hacke. Das sieht ja witzig aus. Das Gerät neben mir sieht aus wie ein bisschen verstörtes Gesicht. Passt wahrscheinlich zur Moral der Leute, die hier gefangen sind. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Ja, ja, ich halte sie schon auf. Sollte mal die Polizei was dagegen tun? Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silfco abgesehen haben. Das ist zumindest naheliegend. Oh je, Mine, bitte hilf mir. Ich bin schon dabei. Schau ihn dir an, den Feigling. Ja, ja, hab grad mit ihm geredet, sehr feige. Und jetzt kämpfen wir nochmal. Ja, ich wage es, mich dem Team Rocket zu widersetzen. Wieso fragst du? Bin doch schon hier weit gekommen in eurem beschlagnahmten Hauptquartier. So, Schlitzer. Jetzt haben wir noch 9 Stück davon übrig. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Vielleicht sollte man wirklich mal rausgehen und das Glurak hochheilen. Aber bis jetzt läuft's ja noch. Ein paar Flügelschläge habe ich auch noch. Probieren wir es mal beim Zubat. Schlimmer als zweimal draufhauen kann es auch nicht werden. Hat auch beim ersten Mal geklappt. Das ist doch wunderschön.
Nee, ich will das Pokémon natürlich nicht wechseln. Und ein Golbat-Schlitzer auf Nummer ganz sicher gehen. Das hat zumindest in der Vergangenheit in der Episode funktioniert. Dann können wir es auch weiterverwenden. Du elender Verräter. Ich bin doch kein Verräter. War nie im Team. Hab die offizielle Einladung nicht angenommen. Du willst bestimmt auch kämpfen. Dieser verdammte Präsident. Warum will er ausgerechnet mich nach Tixie schicken? Oh je. Ein aufmüpfiger Arbeiter. Dem hat der Ratschlag des CEOs gar nicht gefallen. So, ein Voltoball. Flammenwurf. Hilft ja alles nichts. Ich glaube, irgendwie ein Paraheiler müsste ich im Inventar haben. Na, da muss ich ja suchen. Und ein Magneton. Ui, wenn der jetzt noch 4 Elektroviecher hat, dann wird's mit dem Flammenwurf schon knapp. Na egal, wir schauen mal, was wird. Vielleicht hätte Metallklaue auch gewirkt gegen Magneton. Ist das nicht auch ein bisschen Stahl? Keine Ahnung. Noch Magnetilo. Also, ich dachte, das wäre die dritte Weiterentwicklung. Ich glaube, die gibt es in der Version noch gar nicht. Ist egal. Ein einfaches Magnetilo war's. Und ein Smogon. Zumindest auch kein elektrisches Viech mal. Dann Flügelschlag. Weh hinfort. Du und deine Pupswölkchen neben dir. Und ein Smogon nochmal. Das Wehmer am besten gleich zum anderen. Dann sind die schon mal schön aufgeräumt. Und ich glaube, das reicht noch nicht für den Level-Up. Nein. Aber beim nächsten Kampf, Mist, hat er gesagt. So, sehr schön. Viel besiegt, viel erreicht. Dann teleportieren wir uns mal. Noch ein Wissenschaftler, der aufs Maul möchte. Mein Pokémon erwartet dich. Ja, mein Glurak erwartet dich. Oh, du hast tatsächlich nur ein einziges Elektroball. Kein Risiko. Flammenwurf. Ach, ist das schön. Jetzt müssten wir eigentlich aufleveln. Ja, Level 60. Das Überleveln wird immer schlimmer. Ah, dadurch sind die Kämpfe so schön schnell vorbei. Du schwächliches Pokémon. Mist. Ich bin doch gar kein schwächliches Pokémon. Ihr solltet halt nicht alle auf Elektroball setzen. So einmal teleportiert. Möchte die Dame kämpfen? Ich glaube nicht. Hilfe, ich hab Angst. Keine Sorge. Dein Held eilt zur Rettung. Wenn er den Weg findet. Ja, das Team Rocket hat die Kontrolle über die Silph-Co. übernommen. Die Hälfte eurer Kontrolle ist schon weg. Und das nur, weil ein 10-jähriges Kind mit seinem überdimensionierten, mit Steroiden vollgepumpten Glurak euch alle macht. Schlitzer, nein, da hilft der Flügelschlag besser. Ah, hat geklappt. Hab nix gesagt. Und ein Traumato. Das kann mich höchstens in den Schlaf singen. Oder sonst für eine kranke Psycho-Show mit mir abziehen. Das Wehmer auch mal weg. Oh, immerhin. Trotz des Gewichts hat das geklappt. Wurde besiegt. Ah. Und bisschen Geld für die Hauskasse. Ist das nicht schön? So ein Teleportationsplattförmchen. War man hier nicht schon? Kommt mir bekannt vor. Anscheinend nicht. Genug von deinen dummen Spielchen. Das sind doch gar keine dummen Spielchen. Ronald, den Namen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich auf den lesen konnte. Selten gehört, wenn überhaupt. Metallklaue. Ausprobieren können wir es, ja? Vielleicht bringt es überhaupt nichts. Nicht sehr effektiv. Jetzt wissen wir es. Nein, Superschall. Ein Glück ging's daneben. Ich bin schon verwirrt genug, das muss ich nicht noch im Spiel sein. Wunderschön, das wird besiegt. Ich glaube, noch 3 oder 4 Flammenwürfe sind übrig. Ein Smogon.
Ja, mit den Flügeln kann ich noch oft schlagen. Mit dem Feuerspein, so langsam habe ich, glaub, ein bisschen Sodbrennen und eine trockene Kehle. Da muss das Glurak ins Pokécenter und einfach mal ein bisschen am Glas Wasser schlürfen. Meine Reserven sind erschöpft. Pech für dich. Wie viel Geld haben wir denn beisammen? Ich sehe das immer so gerne, steht doch bestimmt hier. 91.000, fast 92.000 Dollar. Das Zehnfache und wir können uns ein Rad kaufen. Und schaut mal, drei Items für uns. Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Ja, das ist meine freundliche Begrüßung. Das könnten alle machen. Ein Mashok. Ich habe die richtige Antwort. Auch wenn das auf Level 33 ist, habe ich so das Gefühl, dass Flügelschlag alle meine Probleme lösen wird. In der Tat. Gutes Bauchgefühl in dem Fall. Her mit dem EP. Ja, besiegt. Ich bin geschockt. Du auch. Ich nicht. So, hier, her damit. Einmal Carbon. Das ist sehr schön. Ein Sonderbonbon. Das esse ich nach der Episode. Und ein Hyperball. Mal schauen auf, was wir das denn werfen. Den denn werfen. So, hier nicht weiter. Nach oben immer, runter nimmer. Irgendwie so, da ist der Präsident. Da ist ein Item. Zink. Mensch, auf meine Vitamine komme ich heute. Stopp! Hast du einen Termin beim Boss? Ja, hab ich. Hab ich online gebucht. Einmal Arsch treten um 14 Uhr. So, Radfratz, was hilft dagegen? Ach, ich verbrauche mal meinen Schlitzer. Ja, bisschen Ruckzuckhieb. Härtet meinen Glurak, dessen Haut einfach nur ab. Die Drachenschuppen werden dann so richtig hornhautmäßig geschützt. Ich glaube, das ist ein Radfratz. Nochmal. Okay. Schlitzer. Und das wird besiegt. Noch ein Zubat. Das müssen wir natürlich auch schlitzen. Das klingt gut. Habt ihr gesagt, verbrauchen wir erstmal die Attacke. Das wird schon laufen. Ein Rettern. Rette sich, wer kann. Finde ich immer noch cool, dass bei Arbok und Rettern einfach das Natter und Cobra rückwärts geschrieben ist. Das habe ich viel zu spät rausgefunden. Nicht als Kind, als ich die Spiele gespielt habe, sondern ein bisschen später, als Jugendlicher. Und vielleicht mit einem freundlichen Hinweis von ein paar Kumpels. Aber jetzt weiß ich's. So. Schön besiegt. Her damit. Okay, ich lass dich durch. Na, das war nicht wirklich Gegenwehr. So, aber ich brauche doch noch einen Türöffner und alles Mögliche. Mensch, da sind wir völlig falsch im Moment. Da unten Items habe ich. Dann gehen wir doch nochmal eine Stufe weiter nach unten. Ah, da ist ja einer. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Bist du der vierte oder der dritte? Ich habe euch so schnell platt gemacht, ich habe echt keine Ahnung. Ein Golbat. Ist das nicht goldig, dass das gleich wieder weg ist? Tschüss. Sehr schön. Und was ist? Ein Traumato. Das weh mal wieder weg. Fliegende Schweine. Ja. Hat gepasst, wie die Faust aufs Auge. Oh, ein Hypno. Ein Hypno. Flammenwurf. Will ja nicht hypnotisiert werden. Geb ich noch das Feuerspein auf? Das kann nicht sein. So. Einmal den vierten Bruder besiegt. Oh je, ich wurde besiegt. Gibst du mir jetzt einen Türöffner oder so? Nee, ich glaube nicht. Da müssen wir nochmal runter. Siebter Stock, das sieht doch fast richtig aus. Glaub, den Rüpel haben wir auch noch nicht besiegt. Aber wenn hier eh schon ein Aufzug ist und das Glurak beinahe eine wunde Lunge hat, fahren wir doch einmal kurz zurück ins Erdgeschoss und heilen das einfach mal hoch. Kann ihm nur gut tun. So.
Ein Glück wird hier der Status und der Counter nicht resettet. Wir verlieren keinen Fortschritt. Zumindest hätte ich das als Kind sonst nicht gepackt. Und jetzt hätte ich auch paar Items auf meinen Glurak werfen müssen, dass das schmerzfrei weitergeht für uns beide. Ja, schön hochheilen. Die Firma dankt. Ja, jederzeit wieder. So. Wo war man denn? Im 7. Stock. Denke ich zumindest. Das sah zumindest richtig aus. Da waren noch viele unbesiegte Feinde. Wird ja irgendwie hier... 5S, 7S. Ach, die schönen Aufzugsfahrten hier. So, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.